Warum ist Lesen so wichtig? Heutzutage wurde von einem Großteil der Menschen das regelmäßige Lesen durch Fernsehen, Netflix oder ähnliche Angebote abgelöst. Fragt sich nun, ob das eine schlechte Entwicklung ist. Fangen wir mit den Vorteilen des regelmäßigen Lesens an. Der offensichtlichste Vorteil des Lesens ist die Verbesserung der eigenen Sprachkompetenz. Man erweitert sein Vokabular und man lernt, sich gewählter auszudrücken und macht einen erheblich besseren Eindruck bei anderen. Das geschieht sogar nebenbei. Egal welche Form Buch du liest, deine Sprachkompetenz entwickelt sich automatisch weiter. Bücher können ebenso unterhaltend wie auch TV-Serien sein, wenn nicht sogar stärker. Ein Buch wird immer eine persönlichere Erfahrung sein, da ein Großteil deiner Fantasie überlassen wird und die Geschichte sich allein dadurch an dich anpasst. Dieser Freiraum fördert deine Vorstellungskraft sehr, was auch deine Kreativität steigert. Durch das Lesen erkundest du verschiedene Perspektiven und siehst Dinge anders, als du es vielleicht normalerweise tun würdest, was übrigens auch ein hervorragendes Gehirnjogging ist. Die durch das Lesen notwendige Konzentration und Ruhe hilft dir, dich zu entspannen. Dein Stresslevel wird reduziert, was vor allem nach hektischen Tagen Wunder wirken kann. Nun zu einer etwas gewagteren Behauptung. Bücher sind der beste Weg, Erfahrungen zu sammeln. Dein Gehirn lernt aus jeder gemachten Erfahrung und kann diese auf zukünftige Erlebnisse anwenden. Interessant dabei ist, dass es nicht unterscheidet, ob man diese Erfahrung selbst gemacht hat oder ob man sie irgendwo aufgenommen hat, wie zum Beispiel durchs Lesen. Das macht Lesen zur effektivsten Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Du kannst aus Situationen lernen, die dir so eventuell nie passiert wären, trotzdem aber Relevanz für dich haben. Du lernst aus gefährlichen und existenzbedrohenden Erlebnissen, ohne dich selbst derartigem aussetzen zu müssen. Natürlich kommst du trotzdem nicht drum herum, selbst Erfahrungen zu sammeln. Du kannst den Weg zu deinen Zielen dadurch aber erheblich verkürzen. Möchte man beispielsweise Fahrrad fahren lernen, fragt man auch erst jemanden, wie das geht und worauf man achten sollte oder schaut ihm sogar zu, als sich einfach draufzusetzen und loszulegen. Warum sollte man das bei anderen Dingen also nicht auch tun? Durch Bücher erhält man die Möglichkeit, von Menschen zu lernen, die nicht in deinem Umfeld sind und zu denen du sonst wahrscheinlich nur schwer Zugang gefunden hättest. Zu guter Letzt noch ein weiterer Punkt. Lesen macht dich interessanter und attraktiver. Du kannst dein gewonnenes Wissen und deine Erfahrungen in Gesprächen teilen und hast immer ein Thema, über das du sprechen kannst. Das kommt immer gut an. Kommen wir zur Ausgangsfrage. Ist diese Entwicklung nun schlecht? Ja und nein. Natürlich ist es nicht schön, wenn sich immer weniger Menschen weiterbilden. Auf der anderen Seite macht es das aber für dich einfacher, herauszustechen und erfolgreich zu werden. Lass dich also nicht von anderen beeinflussen und fang an, regelmäßig zu lesen. In der Beschreibung findest du zwei Buchempfehlungen von mir. Einer ist eher unterhaltend, der andere um zu lernen und an dir zu arbeiten. Ich freue mich auf dein Feedback zu diesem Video. Vergiss nicht zu abonnieren und genieße deinen Tag.